bin das Alien. Hallo, liebe Leute, und da sind wir auch wieder bei Alien Isolation, ne? Bei der letzten Aufnahmesitzung, die letzten Levels. Schadenskontrolle haben wir quasi wirklich gepackt, könnte man sagen. Also die Ziele waren quasi erledigt, aber ohne Punktzahl, ne? Und ich fand's ja insgesamt ein nicht so tolles Level, also vielleicht schön designt, aber nicht fair und mit dem Alien und so, ne? War halt einfach nicht so super. Aber wir sind rausgekommen mit 10.000 Punkten, ne? Mit 10.000 Punkten, immerhin Rang 700 irgendwas 60. Ja, und jetzt gucken wir uns das zweite an, das Paket. Ricardo Gardiner hatte das Paket bei sich, aber hat sich nicht gemeldet. Der ist tot, der ist tot. Nochmal so ein Nest-Level, das wäre geil, wenn es da irgendwie so ein bisschen Nestatmosphäre nochmal gäbe. Aber ich glaube, das wäre für die Level-Designer zu anstrengend gewesen für ein DLC. Seine letzte Nachricht kam aus dem Synthetenlager Waits Ende. Schalten Sie die Überwachungskameras aus, holen Sie Taylors Nachrichten, locken Sie das Alien mit einem Alarm an. Ich will das Alien doch weg haben, warum soll ich das anlocken? Waits, du hast einen Sockenschuss. Ich meine, wir wissen eh, dass Waits einen Sockenschuss hat. Aber kurzen Moment bitte, ich muss gerade was überprüfen. Ja, doch, alles in Ordnung. Sorry für die Verzögerung. So, okay. Also das hier ist wieder unser Vorbereitungsbereich, oder wie? Ich wünsche mir spontan einen Flammenwerfer. Und daraus geht's dann los. Okay. Ich meine, es wäre cool, wenn wir am Anfang nur Androiden hier zu bekämpfen hätten. Wenn das Alien erst kommt, wenn wir es anlocken, dann wäre das vielleicht ein Level, das ich wieder ein bisschen cooler fände, ne? Weil Androiden und so, die kannst du ja umnatzen, ne? Die sind ja nicht das größte Problem. Subkutane Impfpistole auch extra immer gucken, damit wir nichts übersehen, weil hier unter dem ganzen Plunder, der hier rumliegt, ne, kannst du wirklich gut Sachen übersehen. Ne? Muss ich sagen, hat der Level-Designer gut gemacht. Was stell dir mal vor, du vergisst ein Ladungspack, ne? Willst dann irgendwie eine EMP-Mine basteln oder so, ne? Hast du geschissen, das war's dann. So. Also ich hoffe, dass das Level mir ein bisschen mehr Spaß macht, weil wenn das Alien vielleicht wirklich erst kommt, wenn man es anlockt, ne? Und dann muss ich hier rauskommen. Ja, das ist okay. Das könnte ich mir amüsant vorstellen. Das könnte Spaß machen. Trotz allem Arschkneif-Faktor. Pumpgun haben wir auch wieder den... Wir haben den Flammenwerfer nicht dabei. Warum sollte er den ablegen? Warum sollte er den weglegen? Das macht doch keinen Sinn. In der vorigen Mission hatten wir ihn. Warum sollte der Ricardo den weglegen? Das... Na, egal. Falls ja nur Androiden kommen, ne, hier vorerst... Dann wäre das ja auch okay. Zwei Schuss in der Pumpgun reicht auf jeden Fall für einen Androiden. Ich weiß nicht, wie der Kopfschuss zählt. Ob ein Kopfschuss hier reicht bei dem DLC, um einen gleich wegzunatzen. Weil dann könnte man ja vielleicht auch zwei kriegen, wenn man gut zielt und Glück hat, ne? Ach, guck mal, da liegt noch Zeug. Oh, noch ein paar Patronen, ja. Also hier liegt so viel Brennöl rum. Heißt das dann, es muss eigentlich einen Flammenwerfer irgendwo in dem Level geben? Weil ansonsten wäre es ja auch blöd, das überhaupt zu spawnen. Wobei die Spawns ja auch sehr zufällig sein könnten. Aber die können bestimmt auch das Spawnen von dem ein oder anderen Zeug vielleicht unterbinden, ne? Hier hat doch eben was aufgeblinkt. Ich hatte den Eindruck, dass da irgendwie was eingeblendet worden wäre. Aber ich muss mich wohl getäuscht haben. Ja. Und der Level-Designer sitzt furzend auf seinem Sessel, ne, und denkt sich, ja, ja, such du mal, da ist eh nix. Ja gut, ich glaube, hier habe ich auf alles geachtet. Hebel benutzen, da geht's raus. Okay, dann kann ich also noch durch diese eine Tür, die sich da eben wieder verschlossen hat. Also ich muss unbedingt gucken, nicht, dass hier, Schrott, subkutane Impfpistole, Sprengkapp. Oh, wie fies ist das denn, das da unter das Licht zu legen? Nicht, dass es doch einen Flammenwerfer gibt, ne, und ich renne einfach voll dran vorbei. Ich als Level-Designer hätte hier hinten dran für die findigen Spieler noch was versteckt. Naja, aber ich sehe keinen Flammenwerfer und kein Flammenwerfergestell. Okay, schalten Sie die Überwachungskameras aus. Holen Sie Taylors Nachrichten. Das macht man am besten als erstes, weil es da die wenigsten Punkte für gibt. Und die Punkte zählen ja runter. Und locken Sie das Alien mit einem Alarm an. Tja. Blöd ist halt, wenn das Alien gleich wieder dabei wäre, ne? Und das Alarm anlocken ist halt nur ein Missionsziel, ne? Das wäre doof. Und natürlich traue ich das den Level-Designern absolut zu. So, ja, gucken wir mal, ne? Am Anfang macht man sich ja eh immer erst mit dem Level ein bisschen vertraut, ne? Das ist im Schacht. Wenn es da aber nicht... Was ist das, euer Ernst? Ich bin durch die Tür gegangen. Ich bin durch die Tür gegangen und das fällt hier gleich runter. Oh, hallo. Wie geht's dir? Hat's schon bessere Tage, ne? Ja, ja.
die 12-Uhr-Schicht, ne? Na, da vorne ist wieder eine Kamera. Weißt du, gleich schon wieder ist Alien. Das fängt nicht super an. Überall Kameras. Kann man die nicht ausschalten? Ich meine, ist ja ein Auftrag hier, ne? Aber ich weiß gar nicht, wo ich hingehe. Aber mal gucken. Was? Ich bin doch Ricardo. Warum macht Ricardo Frauengeräusche? Oder hab ich mich verklickt? Ich hab mich doch nicht verklickt. Weißt du, die Überwachungskamera geht natürlich auch nicht beim Alien los. Das ist nur eine Dose. Na toll. Liegt aber mitten im Weg, ne? So, blinkt hier irgendwas, was ich vielleicht auslösen oder mitnehmen sollte? Okay, da hatte irgendwie wohl meine Schwangerschaft. Ich verstehe das nicht. Warum sollte der den Flammenwerfer weggelegt haben? Es kommt. Dann versuche ich schnell genug zu... Oh, okay, das ist woanders raus. Jetzt ist es durch einen Schacht geklettert. Mitten hier rein, okay. Und guck mal, ein kaputter Synthet. Auch mal wieder was Neues, ne? Flammenwerfer. Hans, hast du mein Gebet erhört? Oh, heilige Mutter der Flammen. Ja. Es ist mir eigentlich gerade zu nahe, muss ich sagen. Überraschung. Ja. Weil diese Eskalation, die wollte ich verhindern. Aber man ist ja leider stofflich, ne? Ja. Mistvieh. Blödes. Gehst doch grad mal kacken. Und spielst dich am besten selbst mit raus. Es wäre aber cool, wenn ich wüsste, wo ich hingehen soll. Beziehungsweise, wo ich was machen muss. Aber, oh, Bolzenschießer, auch schön. Ach, guck mal, hier ist ein Terminal und es scheint weit genug weg zu sein. Vielleicht können wir hier schnell was aktivieren. Wenn es hier was zu vorlesen gibt, ne, dann mache ich das, indem ich euch hier... Ja, okay. Hey, Punkte! Der Nostromo-Flugschreiber hat für die Firma höchste Priorität. Ich bin daher dazu befugt, Ihnen finanzielle Anreize zu bieten, um einen reibungslosen, sicheren Empfang sicherzustellen. Okay. Allerdings wird das Teilen oder anderweitige Gefährden der darauf enthaltenen Daten... Naja. Aber wenn ich gewusst hätte, wo ich die Überwachungskameras ein- und ausschalten kann, ne, das wäre toll gewesen. Ich meine, ich scheiße jetzt wirklich auf die Punkte. Ich will nur mal gucken, ob ich es packe, hier durchzukommen, ne? Das wird ja reichen. Komm, wir können uns ein Medikit basteln, mach mal. Das gibt ja auch Punkte, ne? Ingenieursbonus und so. Räuschmacher könnte auch mal hilfreich werden, aber in diesen Levels... Ich warte jetzt, bis es sich ganz von hier verzogen hat, weil dieses Versteck ist ausnahmsweise mal gut. Damit kann man ausnahmsweise mal was anfangen. Aber was meint ihr, wie ich mir eben schon gedacht habe, wie toll das Level ist, ne? Du startest das Level, gehst zur Tür, BOOM! Luftbombe von oben. Würde mich jetzt allerdings nicht wundern, wenn irgendwo noch Syntheten rumhocken würden. Das würde zu dem Design der bisherigen Levels passen. Ich würde jetzt gern durch den Lüftungsschacht hier. Soll ich's wagen? Komm, ich wag's, ne? Ich wag's. Ach, guck mal, wie groß der ist. Kannst du deinen Hamster drin einsperren? Aber ich mag Päckchen, Halsmaul. Irgendwo macht's rum. Ja. Shit, shit. Keine gute Deckung. Keine gute Deckung. Bessere Deckung. Flammenwerferbrennöl, sehr gut. Ach, Überwachungssystem deaktivieren. Da! Oh, okay, da wäre das gewesen. Gut, gut zu wissen, gut zu wissen. Blöd zu wissen, dass es hier gerade kommt, ne? Ich versuche dann trotzdem mal ein bisschen in Deckung zu bleiben, aber trotzdem voranzukommen. Ah, hier hinter dem Stuhl, das ist aber auch wieder fast gut als Deckung. Ja. Moment, kommt's von hinten? Nee, ne? Kann's ja gar nicht. Ja, ich und mein Stuhl, ne? Wir sind hier über. Ja, da ist es gut, dass sie da mal einen Stuhl hingestellt haben, ne? Nicht so wie im vorigen Level vor den ganzen Schreibtischen, ne? Ja, ich höre das, wo du rumläufst. Boah, der Garderobenständer, der ist wieder truff, ne? Und tschüss, du Strubbischrind. Und nochmal Öl. Wie gesagt, ich bin auch froh, wenn ich euch einfach ein bisschen was vom Level zeigen kann, ne? Und wie gesagt, die Entscheidung, ob ihr das gut findet oder nicht, überlasse ich mal euch selbst. Bei dem Level
bin ich noch geteilter Meinung. Ging sicher besser, aber fühlt sich vom Gefühl her auch besser an wie das vorige Level. Locken Sie das Alien mit einem Alarm an. Ja, wenn ich wüsste, wo ich das machen soll, aber ich glaube, auf den Bewegungsmelder kann ich mich hier auch nicht groß verlassen. Aber insgesamt das Level vom Bauchgefühl, es macht mehr Spaß wie das davor. Es scheint auch irgendwie ein paar mehr Schleichwege zu geben. Wenn da auch immer nur so fleißig Flammenwerferbrennöl wäre, ne? Würde mich nicht wundern, wenn es jetzt zu vorne kommt. Geben Sie sich zum Fahrstuhl, okay? Aber ich habe den Alarm noch nicht ausgelöst, aber trotzdem. Es gibt Punkte, ich weiß gar nicht, ob ich das Level nochmal spielen soll. Aber damit es eine gute Folge ergibt, ne? Ich meine, ich bin ja noch nicht durch. Ich greife schon wieder zu weit vor. So, Flammenwerfer ist ja immer gut, damit man sieht, wo man entlang geht. Ich hoffe, da draußen ist man freundschaftlicher und heißt neue Leute herzlich willkommen. Wow. Wow, 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 wow. Das ist mir eine Spur zu warmherzig. Hey, du hast ja ganz rotes Näschen. Wie kommt denn das? Abgang, sag ich. Okay, das hat sich meine Worte zu Herzen genommen. Haben die überhaupt ein Herz? Na, Hauptsache, es ist in der Ban Orkum. Ich meine, ja. Oh, Synthetenlager, tatsächlich, ja, ich erinnere mich. Das sah ja immer so aus, ne? Weißt du, was da jetzt voll der Twist wäre, wenn da mal einer wirklich aus so einem Sack rausgreifen würde, ne? Ah, es ist irgendwo hinten auf dem Flur wieder raus. Ist das der Fahrstuhl, mit dem ich abhauen soll? Ja, kommt, Leute. Strom wiederherstellen, okay, geht noch gar nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, wir könnten da gleich rausgehen mit einem ganzen Haufen Punkte, ne? So leicht war es doch noch nicht. Okay, da war es gerade. Ich habe es gesehen. Das sah so aus, als könnte ich da ein bisschen Muni oder sowas aufsammeln. Das Versteck hier nicht optimal, aber gut. Und ja, also ich glaube, da war... Genau, Emergency Access Only. Ich glaube, damit können wir was tun oder sollen wir was tun? Aber es stapft hier rein. Ja, ich und der Generator, wir sind hier über, ne? Ich sehe die Dumpfbirne. Es klingt wie ausgewachsene Bronchitis. Beim nächsten Mal gleich Meditonsin. So, bitte die Leiche wollte ich auch mal durchsuchen. Aber solange es hier ist, gehe ich nicht vorne an den Schalter. Ich kann das eh nicht so haben, den Publikumsverkehr hier immer im Weltraum. Ne, will ich ein bisschen arbeiten? Ne, Dumpfbirne kommt rein. Ich meine, jetzt ist es gerade weit weg, ja, aber, Also dieses Level doch eindeutig spaßiger. Aber ob das dann das ganze DLC rettet, ich weiß auch nicht, ne? Ich meine, man kann ja die Levels spielen, die einem am meisten gefallen. Und den Rest guckt man sich mal an und dann löscht man es wieder. Komm, ich wag's mal. So, oh, das gibt sogar auch noch Punkte. Okay, es piepst. Ist der Strom jetzt wieder hergestellt? Nee, das muss ich hier machen, ne? Aber wenn ich jetzt wüsste, dass es nicht hier runterkommt, ne? Aber dafür hast du halt keine Garantie. Oder ist es jetzt weg, weil wir das Alien angelockt haben? Boah, also wenn das jetzt klappt und wir hier rauskommen, scheiße, das könnte wirklich klappen. Dann finde ich das Level sogar brauchbar, ne? Vielleicht sogar ein bisschen einfach, außer es wartet hier jetzt noch was auf uns. Würde ich es aber gleich gerne nochmal spielen, einfach nochmal, um zu gucken, ob wir nicht noch mehr Punkte... ach nein, jetzt kommen Androiden. Okay, dann holen wir mal die Meister-Proper-Ex raus! Oh, nicht mein jungfräulich Ärmlein! Okay, das war mal nix, aber ich versuche den einfach lang genug auszuweichen. Wenn jetzt nicht nochmal das Alien hier rankommt, ne? Dann kriegen wir das vielleicht sogar hin, weil wer weiß, wie lange der Fahrstuhl braucht, aber ja. Hast du gedacht, ne, das Level ist vorbei? Ja. Ich misch mich doch gar nicht ein, ich will mich ausmischen hier, ihr Schweine. Ich will hier mit dem Fahrstuhl, will ich den Abgang machen, ne? Ach, er ist da. Ihr Idioten. Oh, wo sind wir denn da? Das hat ja jetzt fast gut geklappt, ne? Rang 933, ja Mist. Mr. X, oh, guck mal, wie viele Punkte der uns geschlagen hat. Aber ich will es mir einfach nochmal schnell angucken, weil jetzt sind wir so schnell da durch, ne?
Vielleicht haben wir das ein oder andere verpasst, wenn ich halt gefressen werde. Haben wir Pech gehabt. Na, aber wirklich, das Level fand ich besser. Das Paket, dreiviertel sind Daumen hoch, ne? Nicht ganz, aber fast. Okay, und da weiß man dann auch, am Ende kommen also wirklich doch noch die Androiden. Das Alien ist aber weg, ne? Also, man hat seine Chancen. So. Jetzt wieder hier alles einsammeln und nicht das unter dem Licht vergessen, ich weiß. War da nicht noch was? Da war noch was, ein Ethanol. Das Gute ist ja, dass man im Vorbereitungsraum, ne, da kann man sich ja auch schon was zusammenbasteln. Nur so viele tolle Sachen hat Ricardo halt nicht. Ein Molotow-Cocktail oder so wäre halt noch super. Oder eine EMP-Mine. EMP-Mine kann er ja, aber die verschlingt so viel Zeug, dass wir gar nicht haben. Also mit ein bisschen Glück finden wir da was. Hab ich diese Schränke vorhin übersehen? Gott, ich bin doch der dümmste Neiner. Na gut. Kann ja mal passieren, ne? Liegt doch nichts in deinem Schreibtisch. Ja, aber wir sind doch eindeutig Ricardo, oder nicht? Ja, das hat sich jetzt männlich angehört, dieses Stöhnen, ne? Ja, doch, aber auf jeden Fall ein besseres Level. Ein bisschen mehr Verstecke, ein bisschen mehr Wege, wo du außen rumgehen kannst, ne? Das hätte beim vorigen Level schon wirklich sehr viel ausgemacht in meiner Wertung. Aber ich bin ja nicht das Maß der Dinge. Na, Komponente B nehmen wir mit. Ethanol. Sonst nix, ne? Man hätte ja auch ganz fies hier oben was draufstecken können. Warum hast du hier Schränke, um dich zu verstecken? Hier kommt das Alien doch gar nicht hin. Ich meine, okay, ja, so als Deko so einen Schrank da hinstellen kannst du natürlich machen, ne? Aber... Oh. Weißt du, was mich das angefressen hätte vorhin? Wir haben ja einen Schritt rausgemacht und das Alien ist von oben runtergefallen gekommen, ne? Ja. Wenn es mich dann gleich gefressen hätte, weil du musst dich ja immer erst hier eindecken mit dem ganzen Zeug. So, wo können wir einen Sensor gebrauchen? Hier können wir einen Sensor gebrauchen. Na, kann man ja auch nur drei mitnehmen. Ja, komm. Komm, damit wir noch Kapazitäten frei haben. Ich weiß bloß nicht mehr, wo der Flammenwerfer lag. Na gut, egal. Scheiß die Wandern. Ich will das Level ja nur noch mal kurz ein bisschen abchecken und zeigen, ne? Und wenn uns das gelingt, dann bin ich eigentlich auch schon happy. Dann habe ich euch ein schönes Video liefern können, das vielleicht auch lustig ist, ein bisschen unterhalten hat, ne? Das macht's schon wieder das Gleiche. Ja. Ist das so gedacht, um einem zu zeigen, hey, das Alien macht hier rum? Hier sind wir zum Beispiel noch gar nicht durch, ne? Ach, guck mal da. Da scheint eine Kamera rein, okay. Okay. Ja, einfach mal gucken, wo wir hinkommen, ne? Vielleicht finden wir ja auch mal das Wellness-Deck. Das wäre doch wunderschön. Ich meine, ich habe euch ja auch die Sache erzählt, davon, dass ja die Leute es hingekriegt haben, das Alien quasi zu deaktivieren, ne? Es gibt da auch so findige Cheater. Also ich habe mal einen Trainer gesehen. Die haben es hingekriegt, die Funktion, wenn das Alien umschaltet, aus dem normalen Rumlaufen zum aggressiven Verhalten, die einfach auszuschalten, ne? Er hat sich dann zwar vielleicht trotzdem noch filetiert, wenn du im Schacht rumgeklettert bist, ne? Aber sonst nicht, ne? Er ist vielleicht auf dem Gang rumgelaufen, hat ein bisschen gebrüllt und geschnorchelt, wie man das so kennt, aber ansonsten hat es dich halt einfach mal passieren lassen. Da muss ich auch schon sagen, clever, ne? Clever. Jetzt hängt es mir da zu viel rum. Geh doch mal wieder in den Schacht, aber nicht der hier. Nicht der hier, einen in der Decke. Oder meinetwegen auch im Boden, Hauptsache nicht hier. Okay, welch jämmerlich Geräusch. Ich glaube, es ist irgendwo rein. Na toll. Und ich habe keinen Flammenwerfer, ne? Kann mit der Pumpgun draufschießen, ja. War da der Flammenwerfer? Nein. Das war irgendwas anderes, okay. Tja, tja, ja. Ich meine, mit der Pumpgun kann ich ihm kurz was erzählen, aber ich würde gerne wissen, wo die Kontrolle ist für die Kameras, ne? Weil die habe ich ja komplett übersehen. Oder? Nee, habe ich gar nicht. Das war unten an dem Fahrstuhl, ja, an dem Schreibtisch. War der nicht hier unten? Scheiße, ich erinnere falsch. Es kommt davon, wenn man das Level erst einmal gespielt hat, ne? Ja, doch, ich glaube, wir hatten an sich alles erledigt, ne? Oh, hier kann man die Lötlampe benutzen, okay. Und ich glaube, jetzt werden wir von hinten gefressen, weil da kommt gerade was. Aber vielleicht ist es ja einfach gnädig. Ich mache einfach mal weiter, ne?
Es kann ja nicht mehr passieren, als dass es uns frisst. Vielleicht hat es ja gar kein Interesse dran. Hat noch ein bisschen Völlegefühl von dem Techniker vorhin. Sachen gibt's, ne? Warum hat es eben wieder gehakt? Ich weiß auch nicht warum. Ich meine, vielleicht liegt es immer noch an den jungfräulichen, schnellen Festplatten, die ich jetzt drin habe, ne? Ich habe 6 Festplatten drin, plus eine M2 und den Blu-ray-Brenner. Cool. Cool, es hat uns nicht gefressen. Ich weiß gar nicht, womit ich dieses Glück verdient habe. Ich habe jetzt eigentlich so damit gerechnet, dass uns das jetzt schnabuliert, ne? Na, vielleicht geht es sich erst eine Renny einwerfen. Okay, aber würde mich nicht wundern, wenn es hier in dem Raum oder auf dem Gang rummacht. Ah, das ist mir zu nah. Das ist mir zu nah. Ich warte, bis es wieder ein bisschen weg ist. Auch wenn wir dann die Punkte verfehlen, aber egal. Ich bin auf Rang 900 irgendwas. Das ist besser als Rang 1000. Ich meine, die DLCs haben nicht so viele Leute gespielt. Wie gesagt, ich würde ja von den meisten auch so ein bisschen mehr abraten. Einige waren cool und haben Spaß gemacht, aber leider ist das halt nicht durchgängig so, ne? Wie gesagt, ihr könnt ja bei mir alle Videos gucken. Wie gesagt, manche Levels konnte ich halt leider nie beenden. Sei es aus technischen Gründen oder wegen sonstiger Probleme, ne? Also technische Gründe ist halt, das Spiel stürzt ab, du hast kein Savegame, ne? Und es ist ein langes Level. Und einige andere, ich weiß nicht, konnte ich eins nicht beenden, weil es Alien zu arg eingestellt war? Der Furz war nicht von mir. War das so? Konnte ich eins da nicht beenden? Ich bin gerade am Überlegen. Oder konnte ich sie alle beenden, aber halt zum Beispiel mal nur mit 0 Punkten, ne? Ah, der Bolzenschießer? Ah ja, und hier war das gute Versteck. Allerdings, was bringt's, wenn das Alien nicht da ist, ne? Okay, das war wieder hinten auf dem Gang. Terminal zugreifen, da können wir immerhin, ja. Taylors Nachrichten kriegen wir diesmal keine Punkte dafür, ne? Zu spät, aber ja. Private Übertragung an Marshall Waits von Nina Taylor bei Weyland-Yutani. Der Nostromo-Flugschreiber hat für die Firma höchste Priorität. Ich bin daher... Ladungspack ist schon... Später für die Androiden wäre die MP-Mine eine super Idee. Sorry, Taylor, dass ich dir reinquatsch, aber ja. Rechtliche Folgen nach sich ziehen. Ich bitte um Antwort. Taylor, Ende. Oh, ist eigentlich cool, ne? Weiß ich bloß nicht, ob es wieder draußen rummacht, aber ich gehe wieder hier durch, das hat vorhin auch geklappt, ne? Ja, ja, wie ein Würstel durchs Dämmchen drücken wir uns hier raus auf den Gang. Da wollte ich hin, genau. Und das Alien mit Malaman locken ist ja zum Ende des Levels, es kommt wieder von da. Naja, hier ist ja der Stuhl, ne? Kann mir kaum was passieren. Subkutane Impfpistole, ja. Es steht da auf dem Gang, ich weiß. Und es kommt vielleicht auch gleich wieder hier raus. Aber ich habe ja meinen Stuhl, ne? Ich habe ja meinen Stuhl. Okay, das ist bei der Tür im Gang. Jetzt ist es hier. Ja, gut, aber hier können wir gern ein bisschen Tango tanzen, ne? Ich glaube, ich kann mich hier gut genug verstecken. Wenn es jetzt hinten rumgegangen wäre, ne? Ich glaube, dann hätte es mich am Arsch gehabt. So, aber so. So ist schön. Uff, was war denn das jetzt schon wieder für eine Aktion, ne? Weil es ist doch nicht weit weg von hier. 5 Meter durch die Decke. Ach, und schon sind wir wieder hier. Ach, super. Ach, super. Ja, ich glaube, wir packen das Level gleich nochmal. Halt mit weniger Punkten diesmal. Aber ja. Weil das Alien ist ja, glaube ich, weg, sobald wir den Alarm auslösen, ne? Wenn wir da jetzt nicht zu lahm unterwegs sind, dann wird das was. Ganz ohne Flammenwerfer, ne? Oh, oh, da kommt's, aber... Aber... Ja, die Wascht ist schon vom Weg. Ich würde mal sagen, Punkt für uns. Sollte es jetzt schon weg sein, weil es hat ja da hinten noch kurz gezögert, ne? Wenn es jetzt da doch noch rauskommt, wie jetzt zum Beispiel, ist halt kacke, ne? Ja, aber such dir das nächste Loch und bleib drin. Hm. Ja,
auch wieder nicht ganz super hier die Situation, aber eventuell machbar. Die Tür ist zu, aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem hier rauskommt, ne? Soll ich die Tür aktivieren? Stellen Sie den Strom wieder her. Ja, hatten wir das nicht? Okay, du bist wieder da. Solltest du nicht weg sein? Wir haben das mit dem Geräusch gemacht. Da muss ich jetzt einfach nochmal da hinten rein. Mit der Pumpgun kann man ihm zwar kurz was heimzahlen, aber das bringt's wirklich nicht. Da zögert es dann manchmal ein bisschen, bis es wieder auf einen zurennt, aber mehr ist da auch nicht drin, leider. Ach ja. Okay, 1356 Punkte. Also unseren Rekord brechen wir da nicht, aber immerhin. Muss schon sagen, das Level wirklich insgesamt, ich finde es ganz okay. Das ist wirklich ganz okay. Aber das vorige Level, nein. Nein, das sollte so nicht existieren. So, mal nachgeladen. Strom herstellen, war das dann aber doch auch wieder da hinten drin? Also muss ich da, wo das Alien jetzt durch die Tür ist, muss ich da wieder rein nochmal den Knopf drücken? Für den Emergency Override oder wie? Na, hier höre ich leider nicht, wenn es wieder im Lüftungsschacht ist oder so, ne? Ich meine, es piepst jetzt ja zwar nicht mehr, aber das muss nichts heißen, ne? Wenn ich jetzt ja die Tür aufmache und halt wieder gesnackt werde, ist halt scheiße. Aber das passiert halt mitunter. Okay, wo konnte man den Strom wiederherstellen? Habe ich das jetzt total... Ach, das war ja... Ja, ich bin blöd. Mir gefällt dieses Gerumple nicht. Aber es ist draußen gekommen. Jetzt kann sich's doch verpissen, oder? Jetzt kann sich's doch verpissen. Weil jetzt kommen doch nur noch die Androiden, oder nicht? Das müsste doch hoffentlich so geskriptet sein. Ach, die kommen ja erst raus, wenn ich... wenn ich den Fahrstuhl rufe. Ja, scheinbar nicht. Gehen die vielleicht sogar hier weg? Ist das eine Möglichkeit, wenn die einen nicht gesehen haben? Aber es waren doch vorhin drei. Ah. Weil wenn die jetzt hier rausgehen würden, ne? Dann hättest du es ja auch leichter, aber... Riech mich nicht auf, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Na, die müsste ich alle drei auf einem Fleck kriegen, dann... Damit die EMP-Mine funktioniert, ne? Ja. Es ist aber schön, dass es ungeklärt ist, ne? Ich muss ja nur da drüben an die Tür und dann mal aktivieren, ne? Und... Nein! Nein, nein, nie gewesen! Könntest doch mal am Alien nachrennen, alter Schürzenjäger! Der ist noch aufgescheucht. Aber das Versteck hier, naja, für die Androiden scheint es zu reichen, ne? Ja, du sollst uns auch gar nicht finden. Ist gar nicht nötig. Weil für drei auszuschalten, könnte die EMP-Mine reichen. Ihr wisst ja, dann einfach mit dem Ladungsheber draufhauen, ne? Ah, dass der da vorne jetzt gerade rumläuft. Okay. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Ja, ungeklärte Störungen. Aber sie haben mich nicht gecheckt. Oh, der eine da hinten steht jetzt blöd. Und der hier scheint fester stehen zu bleiben. Wenn das jetzt zeitlich reicht, dann lege ich mich gar nicht groß mit denen an. Ne? Nehme ich einfach den Fahrstuhl. Und weg, ne? Ja. Tschüss, ihr Idioten. Ach ja. Wo sind wir jetzt gelandet? Das sind doch nicht so viele Punkte wie vorhin, oder? 933? Ist das vielleicht so? Nee, das ist nicht besser. Das ist unser Score von vorhin. Ja. Soul heißt der auf 929. Okay. Zack McCrack. Sehr sympathisch. Der mag Adventures, ne? Ja, gut. Also, schönes Level, muss ich sagen. Hat doch ein bisschen Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat's auch Spaß gemacht. Und ja,
Eins bleibt noch über und dann sind wir mit Alien Isolation endgültig komplett fertig, ne? Dann haben wir alles zumindest mal angezockt, ne? Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis gleich oder bis in der nächsten Folge oder wie auch immer. Ossel, weißt du gar nicht, wie du das schneidest? Nein, weiß ich nicht. Ich bin nicht gut im Englisch aussprechen.